Ihr kennt das doch bestimmt auch, wenn man abends spät nach Hause kommt und den ganzen Tag nichts Richtiges, Frisches gegessen hat. Das Problem? Oftmals hat man keine frischen Zutaten zum Kochen parat, doch um einkaufen zu gehen, fehlt entweder die Zeit oder einfach die Lust. Hier kommt HelloFresh ins Spiel. HelloFresh ist ein Unternehmen, das seinen Kunden eine bequeme Möglichkeit bietet, frische Zutaten zu erhalten und damit köstliche Mahlzeiten zuzubereiten. Das Konzept von HelloFresh ist einfach. Kunden wählen ihre bevorzugten Mahlzeiten aus einer Vielzahl von Optionen aus. Und das Unternehmen liefert alle Zutaten direkt vor deine Haustür. Mit HelloFresh kann jeder unabhängig von seinen Kochfähigkeiten oder seiner Erfahrung frische, leckere und nahrhafte Mahlzeiten zubereiten. Das Schöne an HelloFresh ist auch, dass es eine große Auswahl an Mahlzeiten gibt, die auf die Bedürfnisse und Vorlieben jedes Kunden zugeschnitten sind. Mit HelloFresh muss man nicht mehr stundenlang in der Schlange an der Supermarktkasse stehen oder sich durch volle Regale kämpfen. Stattdessen kann man die Zeit nutzen, um zum Beispiel sich mehr auf das eigentliche Kochen zu konzentrieren und die tägliche Mahlzeit ganz anders genießen. Des Weiteren ist HelloFresh auch eine sehr umweltfreundliche Option. Das Unternehmen arbeitet hart daran, sicherzustellen, dass alle Zutaten von nachhaltigen Quellen stammen und dass die Verpackung recycelbar ist. Ob man ein erfahrener Koch oder ein Neuling in der Küche ist, HelloFresh bietet für jeden etwas. Probiere es noch heute aus und lass dich von der Qualität und dem Geschmack überzeugen. Mit dem Gutscheincode DEINCODE sparst du in Deutschland bis zu 90 Euro auf deine ersten 4 Boxen von HelloFresh. Dein Link, kostenlosen Versand für die erste Box, gibt's obendrauf dazu. Lass es dir schmecken. Die Gesellschaft hat sich gegen zwei 23-jährige Frauen, Dulce und Rosa Rodriguez Olvera, aufgelehnt und ihre Bestrafung gefordert. Denn es ist etwas unvorstellbar Grausames geschehen. Sie haben ihrer 16-jährigen Schwägerin und deren Sohn das Leben genommen. Ihr Bruder konnte nicht glauben, was geschehen war, doch die Frauen waren sich sicher, dass sie eine gute Tat vollbracht hatten. Sie waren sich sicher, dass sie die Welt von einer bösen Hexe befreit hätten. Alles begann, nachdem die Mutter der Zwillingsschwestern an Leberzirrhose erkrankte. Sie suchte verschiedene Ärzte auf, doch sie alle waren ratlos. Die Mutter wurde letzten Endes zu einem Heiler gebracht, der den Schwestern sagte, dass sie sich von ihrer Schwägerin in Acht nehmen müssen, da diese Magie betreibe und den Tod der ganzen Familie wolle, damit sie sich deren Besitz aneignen könne. Mit der Zeit ging es der Mutter von Dulce und Rosa immer schlechter und schließlich starb sie an ihrer Krankheit. Die Schwestern glaubten daraufhin, dass der Heiler die Wahrheit gesagt hatte. Daraufhin wurden die ständigen Streitereien mit der Schwägerin immer heftiger. Nach einem solchen Streit warf der Vater, Trinidad Rodriguez, der 60 Jahre alt war, die Schwestern aus dem Haus. Sie zogen in ein anderes Haus, aber in der gleichen Gegend. Als die Frauen eines Tages festgenommen wurden, verhielten sie sich distanziert und kalt. In ihnen waren weder Angst noch Reue zu spüren. Die Schwestern wurden auf die Polizeiwache gebracht und getrennt voneinander verhört. Rosa war die erste, die befragt wurde. Sie begann zu erzählen, was geschehen war. Nach ihren Angaben hatte ihr Bruder, der in Pachuca lebte, ihr am Telefon erzählt, Beatriz habe ihren Vater verhext und deshalb habe er die Schwestern aus dem Haus geworfen. Ihm zufolge wollte der Vater seiner Schwiegertochter sein gesamtes Erbe hinterlassen, sodass der Bruder, ein weiterer Bruder und seine Frau Beatrice beim Vater der Schwestern blieben, während sie selbst ausziehen mussten. Zunächst wollten sie sie nicht töten. Eine der Schwestern, Dulce, sagte, dass es keine Hexen gäbe. Sie änderte jedoch ihre Meinung, als die beiden den Teufel sahen. An diesem Punkt unterbrach der Polizist die Geschichte und klärte, ob die beiden Schwestern wirklich den Teufel gesehen hatten. Rosa bestätigte dies. Sie war sich absolut sicher, ihn gesehen zu haben. In der Nacht vor dem Mord gingen sie und Dulce spazieren und als sie von dem Haus um die Ecke kamen, sah ihre Schwester einen Schatten an der Wand. Dulce blieb stehen und zitterte vor Angst. Rosa sah ihn auch, den Schatten des Teufels. Dann sagte Dulce, dass sie recht habe und Beatrice tatsächlich eine Hexe sei. Als sie zu Hause ankamen, überlegten sie, wie sie ihre Schwägerin loswerden könnten. Sie erinnerten sich daran, dass ihr Vater nach Pachuca fahren wollte, um dort einen Lastwagen zu holen. Sie wollten diese Zeit nutzen, um Beatrice zu beseitigen. In der folgenden Nacht konnten sie nicht schlafen und fragten sich, was Beatrice ihnen antun würde, wenn sie versuchten, sie anzugreifen. Wenn sie wirklich eine Hexe wäre, könnten ihre Kräfte sie lähmen oder ihre Schwägerin könnte sie in Hühner verwandeln, um sie daraufhin zu essen.
Das hört sich alles lächerlich an, aber Rosa sagte es in aller Ernsthaftigkeit. An jenem Tag beobachtete Dulce das Haus und wartete darauf, dass ihr Vater ging. Sie musste ihrer Schwester mitteilen, wann es soweit sein würde. Rosa traf in der Zwischenzeit alle Vorbereitungen. Sie steckte ein Kreuz, ein Rosenkranz, Weihwasser und ein Gebetsbuch in einen Kopfkissenbezug. Als der Vater ging, kehrte Dulce nach Hause zurück. Rosa, die in ihrem Zimmer saß, war sehr verängstigt, denn Beatrice war eine Hexe und konnte den Schwestern sehr wohl Schaden zufügen. Doch sie mussten handeln. Als sie das Haus betraten, bemerkten sie sofort, dass es sehr kalt war. Keiner der Nachbarn schenkte ihnen Beachtung, da sie immer noch die Schlüssel zum Haus ihres Vaters besaßen. Im Erdgeschoss war niemand zu sehen, also gingen sie in den zweiten Stock. Der Korridor im ersten Stock war leer. Es herrschte völlige Stille. Bald hörten die Schwestern das Weinen des Kindes, ihres Neffen. Beide Schwestern rannten schreiend hinauf, denn Beatrice musste in der Nähe des Kindes gewesen sein. Dulce stürzte ins Kinderzimmer und schubste Beatrice. Beide fielen zu Boden, doch sie begann sich zu wehren. Sie kämpfte mit einer der Schwestern, biss und kratzte sie. Dann begann Rosa, sie mit Weihwasser zu bespritzen, während sie das Vaterunser betete. Schließlich stand Dulce auf, nahm ein Kreuz und traf Beatrice damit auf den Kopf. Dann griff sie ihr mit solcher Kraft an den Hals, dass sie zu ersticken begann. Als Beatrice sich nicht mehr bewegte, wurde den Schwestern klar, dass sie tot war. Dann gingen sie los, um das Werkzeug ihres Vaters zu holen, mit dem sie ihr die Gliedmaßen abschneiden wollten. Sie haben versucht, es mit einer Säge zu machen, aber die ist kaputt gegangen. Dann begann das Kind sehr laut an zu weinen. Aus Angst, jemand könnte sie entdecken, nahm Dulce es und warf es gegen die Wand. Die Schwestern gingen auf den Hof hinaus. Dort kamen sie auf die Idee, die Körper zu verbrennen und so den Fluch über ihren Vater aufzuheben. Sie legten die Toten in einen Abstellraum, während sie das Feuer vorbereiteten. Mit einer Axt und einer Schere trennten sie die Gliedmaßen von den Körpern und verbrannten sie. Das war die Aussage von Rosa. Ihre Schwester sagte in einem anderen Vernehmungsraum aus. Beide Schwestern wurden von der Polizei gefoltert. Dulce wurde an eine Wand gekettet und einer schweren Strafe unterworfen. Aber sie sagte nur, Betty war eine Hexe, deshalb haben wir es getan. Wenig später sagte ihr Bruder, inzwischen Witwer, aus. Und um Mitternacht kamen Angehörige und Bewohner der Umgebung, um Recht zu sprechen. Die Schwestern wurden während der Ermittlungen in einem sozialen Umerziehungszentrum inhaftiert. Nur wenige Monate später gaben sie eine neue Erklärung ab, in der sie eine völlig andere Geschichte erzählten. Sie behaupteten, dass es sich um Notwehr handelte, da Beatrice sie angegriffen hatte. Sie sagten, sie seien am 30. Juli 2008 um 11 Uhr zu Hause gewesen, als Beatrice mit ihrem 3 Monate alten Baby im Arm zu ihnen kam. Rosa machte zu diesem Zeitpunkt das Bett. Sie hörte, wie jemand den Raum betrat, schenkte dem aber keine Beachtung. Doch ihre Schwägerin begann sie grundlos zu beleidigen. Beatrice sagte, dass sie die Nase voll von Rosa habe und dass sie sterben müsse. Beatrice legte das Kind auf das Bett und stritt sich weiter mit Rosa. Sie hatte einen Verband in der Hand. Sie stürzte sich mit Schlägen auf Rosa. Aber sie warf sie noch rechtzeitig zu Boden. Eine der Schwestern packte die Schwägerin am Kopf und wollte sie gegen das Fußende des Bettes hauen. Doch Beatrice war von kräftigerem Körperbau und deutlich stärker. Während sie sich stritten, kam Dulce, die draußen war, um Feuerholz zu holen, herein. Als sie sah, dass ihre Schwester in Gefahr war, half sie ihr. Die Schwestern griffen Beatrice an und erdrosselten sie mit einer von Beatrice selbst mitgebrachten Binde. Zu diesem Zeitpunkt fing das Baby an zu weinen, und da die beiden Schwestern in einem Zustand des Affekts waren, schlug Rosa vor, dass sie es loswerden sollten. Dann nahm sie es in die Hände und hielt ihm Mund und Nase zu, bis es ganz ruhig wurde. Ein paar Stunden später gingen die Schwestern zum Haus ihres Vaters. Er war noch nicht zurückgekehrt. Nachdem sie ihre Arbeit dort beendet hatten, kehrten die Schwestern nach Hause zurück. Zu Hause begannen sie zu überlegen, was sie mit den Leichenresten machen sollten. Sie kamen auf die Idee, die Hälfte von Beatrices Körper und den Körper des Babys im Ofen loszuwerden. Den Rest zerteilten sie mit einer Axt und einer Schere in Stücke und steckten diese in einen Sack. Die Öffnung zum Ofen war sehr eng, sodass die Schwestern die Stücke nur mit Gewalt hineinstecken konnten. Sie dachten, sie könnten die Beweise auf diese Weise verschwinden lassen, aber die Zeit verging und alle begannen, nach Beatrice und ihrem Baby zu suchen. Beatrice wollte einer ihrer Schwestern beim Abwasch helfen, doch sie kam nicht.
Ihre Verwandten waren sehr besorgt über ihr Verschwinden und beschlossen daher, zum Haus der Olvera-Schwestern zu kommen, in der Hoffnung, dass Dulce und Rosa etwas wussten. Der Bruder der Schwestern und Ehemann der Verstorbenen, Celso Rodriguez Olvera, kam gerade herein, als die Schwestern die Geliebten der Ermordeten in den Ofen steckten. Außerdem stellte er fest, dass in dem Sack auch andere Leichenteile lagen. Überrascht fragte er die Schwestern, warum sie dies getan hätten. Sie entgegneten, dass die Schwägerin die ganze Familie verhext habe und deshalb beseitigt werden musste. Da er mit all dem nichts zu tun haben wollte, ging er schnell weg. Danach sah auch Juventino Sanchez López, der Bruder von Beatriz, die grausame Szenerie und meldete sie sofort den Behörden. Die Suche nach den Olvera-Schwestern begann gegen 20 Uhr desselben Tages, aber sie hatten bereits die Flucht ergriffen. Sie waren geflohen und hatten sich auf einem Berg versteckt. Juventino suchte in der Umgebung nach ihnen und wurde bald fündig. Er griff sie an und wollte sie hart bestrafen. Der Mann rief seine Nachbarn um Hilfe, um die sogenannte Lynchjustiz auszuführen. Er erzählte allen, was die Schwestern mit seiner Schwester gemacht hatten. Die Nachricht verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt und bald kamen alle verärgerten Nachbarn. Sie wollten die Frauen für die satanische Tat bestrafen, die sie begangen hatten. Sie wurden nun Hexen genannt. Die Schwestern rechtfertigten sich damit, dass ihre Schwägerin eine Hexe sei und sie deshalb loswerden mussten. In ihrer Wut begannen die Nachbarn, die Schwestern anzugreifen. Diese begannen zu schreien und zu weinen. Kurz darauf, um 21 Uhr, traf die Polizei ein. Die Schwestern wurden in ein Polizeiauto verfrachtet, was sie vor einer brutalen Lynchtat bewahrte. Sie wurden zunächst nach Tulancingo und dann zur zentralen Staatsanwaltschaft in Pachuca gebracht. Es wurde festgestellt, dass sowohl Rosa als auch Dulce zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung voll zurechnungsfähig waren und wussten, dass sie ein Verbrechen begangen hatten. Es wurden weder Alkohol noch andere illegale Substanzen in ihrem Blut gefunden. Rosa bestand immer noch darauf, dass sie Beatrice umgebracht hatten, weil sie eine Hexe war. Um dies zu beweisen, zeigte sie trockene Stellen auf ihrer Haut und behauptete, Beatrice habe dies getan. Dulce bestätigte, dass sie vor einigen Tagen einen Heiler aufgesucht hatten, der behauptete, Beatrice habe die ganze Familie verhext und wolle sie alle loswerden, um in den Besitz des Grundstücks zu gelangen. Um dies zu verhindern, mussten die Schwestern ihre Schwägerin und deren Kind beseitigen. Alles deutete darauf hin, dass die Zwillinge das Verbrechen mindestens eine Woche lang geplant hatten und dann Beatrice und ihr Kind unter einem Vorwand in ihr Haus lockten, um ihr dort das Leben zu nehmen. Der Aufenthaltsort des Heilers wurde letzten Endes ermittelt. Er wurde zum Verhör vorgeladen, behauptete aber, die Schwestern nicht zu kennen und nie gesagt zu haben, dass Beatrice eine Hexe sei. Dennoch war zweifellos der Glaube an Hexerei der Auslöser für die Tat der Schwestern. Dieser Glaube führte sie zu dem Mord. Sie wurden zu 80 Jahren Gefängnis verurteilt und sind nun im Tulancingo Social Rehabilitation Center inhaftiert. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.